Leute, wir hören uns wieder einmal erstmal im Off. Ich denke, die meisten konnten sich denken, dass irgendwas nicht passt, weil sonst wäre ja sicherlich was gekommen. Und die Facebookler unter euch haben es dann auch gelesen, dass was nicht passt. Ganz und gar nicht. So, nach dem letzten Part habe ich ja einen Cut gemacht, logischerweise. Und von der Original-Fraps-Datei, da waren dann noch ungefähr 10 Minuten übrig. So. Diese, was jetzt doch nicht so schlimm ist, ne? Aber diese Datei schon allein war einfach weg. Sie war weg. Also es sah aus, als hätte ich sie gelöscht. Aber ich habe sie nicht gelöscht. Und nicht nur, dass ich mir erst zu 99,9% sicher war, dass ich sie nicht gelöscht habe. Ich habe dann sogar noch mal nachgeschaut. Ich habe mir ein Programm geholt, in dem ich nachgucken kann, welche Programme oder Dateien zuletzt gelöscht wurden. Und ich habe diese Datei nicht gelöscht. So, das ist das Erste. Zweite ist, dass die nächste Original-Fraps-Datei, also halt, ne, Fraps-Datei, also Filmaufnahme des Spiels, die 35 Minuten ungefähr lang ist, enthält 0 Kilobyte. Also nichts. Oder 0 Byte. Oder ich weiß nicht, was da steht. Also einfach, sie enthält nichts. Ja. Das ist ein größeres Problem. So, weil nicht nur, ich hatte dann auf Facebook gefragt, wie ich das machen soll und soll ich euch ein Hörspiel bringen, ja, und weil meine Stimme habe ich ja, nur halt die Filmaufnahme nicht. Oder soll ich das nachspielen, aber dann ist es ja auch nicht mehr blind und das ist doch alles blöd. Viele haben jetzt gesagt, ich kann es ja einfach nachspielen. Also ich habe auch eure Antworten gelesen. Ich hatte jetzt einfach nicht die Zeit vorher, das irgendwie in Angriff zu nehmen. Und ich war ja auch bei meinem Vater davon mal abgesehen. Ja, das Problem ist ja auch, dass ich nicht. Dass diese 35-Minuten-Datei, die leer ist, dass die nicht die letzte ist, die ich aufgenommen habe, sondern ich habe jetzt dazwischen nochmal, keine Ahnung, drei Parts mit einer halben Stunde oder ich weiß es jetzt gerade nicht. Also jetzt danach, ja. Das heißt, ich muss dann erstmal in den früheren Speicherstand und dann, also das ist total bescheuert halt. Also Leute, folgendes. Nur, dass ihr schon mal wisst, was jetzt los war. Ich habe mir jetzt, davon mal abgesehen, dass ich nochmal also nach dieser einen fehlenden Datei gesucht habe, weil ich konnte es nicht glauben. Aber nein, also sie ist einfach weg. Es muss irgendwie passiert sein, weil ich an dem Tag, ich habe euch den anderen Part freigeschalten, glaube ich, als ich zu meinem Vater bin. Und da habe ich dann noch ein Thumbnail gemacht. Und danach habe ich ja den ganzen PC hier abgebaut und alles so, also die Hälfte irgendwie mitgenommen. Und irgendwie vielleicht beim Abstecken der Platte musste dieser Fehler passiert sein. Und die Platte hat sich gedacht, okay. Der eine Part, der enthält jetzt einfach mal nichts und der andere ist gelöscht. Okay, super. Gut, also, ihr werdet das jetzt ja sehen. Also, ich werde den folgenden Part, also bei diesem Part, jetzt habe ich es so gemacht. Ich habe nachgespielt, aber meine Stimme habe ich euch von der alten Datei reingeschnitten. Das bedeutet, dieser Part ist jetzt eigentlich komplett blind. Also, er sieht komplett blind aus. Also wie gesagt, nichts geschauspielert oder so, sondern meine alte Audiodatei habe ich reingenommen und nur das Filmmaterial habe ich aufgenommen. War auch voll die. Oh Gott, Leute. Sorry, wenn ich jetzt länger laber, aber das war. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mir jetzt hier gekostet habe, um das jetzt eigentlich so zu machen, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ich muss dann erstmal meine Audiodatei, musste ich mir dann erstmal irgendwie aufs Handy schicken, beziehungsweise habe ich dann gemerkt, dann scheiß iPhone, brauche ich ja wieder iTunes, da hatte ich keinen Bock drauf, dann habe ich es jetzt aus dem Internet mit meinem Handy dann immer gehört. Also meine, damit ich natürlich weiß, wie ich das nachspielen muss. Also ich muss ja meine Audiodatei auf dem Ohr haben. Wenn ich das aber über den normalen Lautsprecher habe, dann hört ihr das ja gleichzeitig. Also und dann wäre es ja zeitversetzt, weil ich muss ja immer erst hören, was ich tue, damit ich das dann tun kann und dann kann ich das danach halt zusammenschneiden, damit es gleichzeitig passiert. Wisst ihr? Und sonst wäre ja meine Stimme, wenn das beides aus der Box gekommen wäre, die Musik von Mist und meine Stimme, damit ich weiß, was ich tun muss, dann wäre das ja voll zeitversetzt gewesen. Ja, muss man erstmal ein bisschen gucken, wie man das machen muss. Egal, also jetzt dieser folgende Part für euch eigentlich. Ich wollte aber nur sagen, warum es jetzt so lange gedauert hat, damit er kommt, weil für euch sieht es jetzt fast so aus, als wäre alles normal, aber es ist es halt nicht. Im nächsten Part muss ich mir überlegen, wie ich das mache, denn da denke ich, werde ich es anders machen, weil das hat keinen Sinn. Da wird das Nachspielen dann noch konfuser und darum müssen wir mal schauen. Also dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, sehr viel gequatscht und
ja, schaut euch ein bisschen mit mir in der Hütte um. Bis dahin. Okay, jetzt hier das Baumhaus hier. Von Geisterhand öffnet sich die Tür. Ja, ganz schön dunkel. Kann ich hier mal ein bisschen die Klappen aufmachen? Können wir das wirklich? Ich würde gerne die Klappen aufmachen. Egal. Ich ertrage es nicht mehr. Es ist zu spät. Zu spät. Sie sind alle tot. Alle sind tot. Weiß nicht, hat er jetzt seine Nahrungskette Tiere alle einfach getötet? Theoretisch ja, ne? Okay, wir haben da ein Buch. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Jetzt gehen wir hier erstmal auf die verschiedenen Gegenstände noch. Gehen nochmal hier zurück. Ah, da kann ich. Ah, nee, da kann ich nur rausgucken, ne? Das ist hier. Damit kann ich nichts machen. Alles klar. Was ist das hier für ein Stecken? Ich will ihn gerne anfassen. So, mal dahin. Was? Sind das kleine Schmetterlinge oder ist das ein Pfirsich mit einem etwas längeren Kern? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal ein Bild. Kommt auch nichts von der Kette oder so. Sieht aus wie ein Pfirsich mit einem langen Kern. Nur was soll das hier unten bedeuten? Ich weiß es nicht. So. Okay, wir haben nichts mehr außer das Buch. Sehe ich das richtig? Die Kiste können wir sicherlich auch nicht aufmachen, ja? Sehe ich das richtig? Doch, kann ich. Ha, okay, alles klar. Oh, okay, weit gezogen. Was ist hier? Was ist da alles drin? Man weiß nicht. Das sieht aus wie, als hätte er sich Stützen gebastelt oder so. Könnte ja auch sein, nach seinem komischen Kampf mit dem Ding, dass er da irgendwie auch gebrochene Beine hatte. Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Die Sonne scheint ja auch irgendwie rein. Daher wirkt das Ganze irgendwie noch dunkler. Also ich kann hier nichts tun. Warte, nochmal kurz durchgehen. Nicht, dass sich die Hand irgendwie verändert. Nein. Okay, können wir einfach offen lassen. Jetzt gucken wir nochmal in die Kiste. Vielleicht geht die ja auch auf. Ah, okay, die andere ist gerade zugegangen. Ja, geht auch. Alles klar, super. Ja. Hier können wir auch sehr viel machen. Man kann sich ein paar lange Gabeln anschauen, Speere, Pfeile, ich weiß nicht, ein Fass mit irgendwie Alkohol und ein Teppich und irgendwas da hinten. Was wahrscheinlich nur Scharnier ist von der. Was? Da kann ich noch was machen. Ja, danke, ich hab das. Ach nee, das war anders. Das war so. Ich wollte gerade sagen, das gleiche Bild, den Hinweis hatte ich doch schon. Nee, genau, das war so rum. Ein alter Affe? Hä? Oh nein, sag nicht, ich muss noch irgendwas mit Affen machen. Ich werde durchdrehen.
Warte mal, und das war jetzt hier dran geklickt? Das kann doch überhaupt, man kann überhaupt nicht sehen. Jetzt muss ich noch mal an die andere Kiste dran. So, wir könnten da unten können wir rein. Okay, wir können hier unten reingucken, aber wir können hier nicht. Nee, aber hier gibt es nicht sowas. Okay, ich will jetzt, ey, wenn jetzt hier nochmal so irgend so ein blödes Rätsel kommt, ich will nicht irgendetwas verpassen. Lass uns hier mal die ganze Hütte nochmal systematisch abarbeiten. Was? Ah, da kann ich nur nach vorne gehen. Da lag das. Naja, gut, vielleicht ist ja noch mal irgendwas in seinem Buch eingetragen. Das könnte natürlich auch sein. Ja, crazy shit. Echt halt. Ich will nichts mit Affen machen. Ich will nicht. Ich will nicht. Bitte, bitte nicht. Ich will hier hoch. Ach, da kann ich sogar hoch. Ja, cool. Bevor wir zum Buch gehen, jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Wegen diesen, auf diesen Stecken hier lang. Oh nein, das noch. Nein. Ich habe das schon erwartet, dass da noch irgendwie so ein. Ich habe das schon. Halt die Klappe. Okay, hier ist ganz schön was. Ich habe schon erwartet, dass da noch mal so ein Affenzettel kommt jetzt. Ich will nicht, ich will nicht. So, lass uns mal da rumgehen. Erstmal den Zettel, machen erstmal ein Bild und dann gehen wir an das Fernrohr. Was ist das hier? Boah, boah, kleine Fliege. Was hat er gemalt? Ja, das ist doch mal ein schöner Zeitvertreib. Das hättest du weiter. Ich meine, das sieht auch gut aus. Hättest du weitermachen sollen. Hier, schau euch das an. Hat er echt schön gemacht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass mich mal gucken. Ist das jetzt ein ganz kleiner Affe oder wie sieht das jetzt? Warum ist das nur so ein kleines und das so ein großes? Ich verstehe es nicht. Aber wir werden es bald sehen, weil da kommt bestimmt noch irgendein Affenrätsel. Wunderbar. Wenn du mich sehen könntest, Bruder. Ich mische Farben, wie es uns die Baumbewohner der Kanalwelt gelehrt haben. Erinnerst du dich daran? Baumbewohner, der was? Der Kanalwelt, hat der Kanalwelt gesagt. Das könnte natürlich sein. Das könnte passen zu Baumbewohner. Achso, das nur das. Nein! Nein! Nein, nein! Oh nein! Ah, da schau mal, das ist sogar so ein Windspiel hier. Das ist ja süß. Gucken wir gleich nochmal an. Nein, jetzt gucken wir jetzt gleich an, sonst verplane ich es so. Komm. Das kann ich nicht antatschen. Das ist aber irgendwie schön hier. Schaut mal mit dem flatternden Ding. Das ist beruhigend jetzt. Beruhigend, bevor gleich wieder irgendein Action losgeht. Und die Zenovia der Gegenwart auch nicht mehr weiß, was sie tun soll. Dann müssen wir zu Hilfe rufen, die Zenovia der Zukunft. Ja. Okay. Gut. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich gerade erst vor dem Aufnahme des Partys möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ich einfach nur aufgestanden bin. Also aus dem Bett vom Schlafen und darum immer noch ein bisschen verplant bin. So, was kann ich jetzt hier angucken? Also wir arbeiten mal systematisch. Erstmal ganz oben alles. Oh Gott, wie weit kann ich denn gucken? Was ist das da? Das ist ganz schön viel, was man hier. Wait, what?
Okay. What? Leute, mein Bildschirm wurde wieder schwarz und das Spiel hat sich minimiert, wie wir es letztes Mal schon mal hatten. Keine Ahnung warum, aber wir werden gleich wieder reinstarten. Uno momento. So, jetzt sehen wir uns wieder. Also nochmal, muss man jetzt hier die zweite Spur hier lang. Da, wie gesagt, da könnte irgendwas sein. Ich weiß aber nicht, was mich das. Wie gesagt, da ist irgendwas noch. Vielleicht müssen wir dann dorthin. Da ist halt auch irgendwas. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht da, wo wir einfach mit dem Zelt waren? Ich weiß nicht. Es hat eher den Anschein, wir müssen dahin. Alles andere sieht irgendwie. Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus, als würde ich hier irgendwas. Ja. Vielleicht hat er damit auch nur irgendwelche Sterne beobachtet. Da ist der. Da ist das. Schaut. Aber das war doch nur das da hinten. Okay, das ist nur das. Da waren wir ja. Da müssen wir nicht hin. Das ist wahrscheinlich echt für das da oben. Okay, lass mich noch mal kurz gucken, bitte. Aber was soll denn das da oben sein? Okay, dann Abmarsch wieder runter. Wie ich auch immer runterkomme. Wahrscheinlich muss ich noch mal kurz einen Schritt hier vor. Und dann gehen wir jetzt noch mal zum Buch auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich es tun kann. Stift fühlt sich komisch an. Rutscht immer. Ist so lange her. Aber was soll ich sonst tun? Was? Ging heute zurück zum Wrack. Erstes Mal, seit ich ins Haus zog. Fand seine Knochen so, wie ich sie zurückließ. Sind jetzt sauber. Gebleicht vom Wasser. Wie oft habe ich es seitdem durchlebt. Sonne sank in die Wellen. Spitze meines Speers. Ah, Leute. Das muss nicht Achenas Hand sein. Das könnte von dem Tier was sein. Weil das sieht schon sehr groß aus, als könnte das einfach alles fressen halt. Weiß nicht. Nass vom Gift. Sehe mich geduckt in der Nähe der Felsen. Bin sicher, er kommt. Wegen seines Gefährten. Manchmal in meinem Kopf ist es anders. Gift ist verwässert. Oder einer ihrer Stricke reißt. Er geht zurück. Ich treffe nicht. Sie fliehen beide. Wir alle haben einen Tag mehr zu leben. Habe Fallen neu gesetzt. Im Sumpf ist eine verrostet. Muss zum Depot und reparieren. Auf dem Rückweg hat eine Kamudail einen Safety erlegt. Genaue Bewegungen. Nicht eine Bewegung umsonst. Safety hat wohl nichts gemerkt. Nicht, was ich erwartete. Leben am Wasser. Es ist ruhiger. Nicht so windig. Aber es regnet noch immer stark. Und es ist heiß. Sehr heiß. Dann ist dieses Kamodulier oder so. Ist wahrscheinlich dieses Fleischfresser-Ding. Und Seftier ist wahrscheinlich dieser Saurier. Vielleicht.
Der Unterschied sind die Schreie. Jetzt viel näher. Überall. Gehen mir auf die Nerven. Kann nicht schlafen. Zu viele Schreie. Wenn ich die Augen schließe, was ich sehe, die Gesichter. Mein Gott, Cyrus, haben wir wirklich so viele getötet? Oh Gott, ey. Habe gerechnet, so gut es ging. 8 Jahre. 3, seit ich den letzten Serpati tötete. Denke dauernd, sollte was für ihn tun. Einen Tribut neben die Knochen legen. Totem vielleicht. Die Schnitzerei würde mich sicherlich lange beschäftigen. Vielleicht für jeden einen. Was soll's? Was soll's? Kann so nicht weitermachen. Kann nicht denken. Okay. Na, da ist ja auch das Zeichen rechts oben. Ich kann jetzt nicht reinklicken. Da neben dem obersten Totem rechts, da ist ja das Zeichen, was wir jetzt einfach so eingestellt hatten. Wahrscheinlich wirklich dann, das wäre dann das Totem für diesen Zarpi, wo steht das jetzt hier? Karpati gewesen oder so? Zarpati? Weiß ich nicht, für diesen riesen Unterwassermonster halt. Muss was tun. Darf nicht an die Träume denken. Vielleicht. Ein paar Tage in den Süden. Draußen schlafen. Mein Gottvater, muss es dasselbe sein? 2 Wochen durch den südlichen Dschungel und wofür? Immer dasselbe. Immer das gleiche Nichts. Kann nicht mehr. Kann so nicht leben. Kanaks kamen, als ich weg war. Vergaß, wie agil sie sind. Mutiger, wenn sie in Gruppen jagen. Haben sich wie verrückt vermehrt, seit ich ihren natürlichen Feind tötete. Sollte vielleicht was unternehmen. Vielleicht kann ich ein Ende der Brücke neu machen. Irgendwas, um sie auszusperren. Ging heute zurück in den südlichen Dschungel. Hoffte, ich hätte was... Übersehen, steht da noch. Aber Karnax, weiß ich jetzt nicht. Karnax hört sich ja eher wie Fleischfresser an. Und den natürlichen Feind tötete, wäre das große Monster gewesen. Übersehen. Ach, Mangris, das sind die Affen. Habe einige Mangris gesehen. Spielten unter ihrem Nest. Wollte Vorräte auffüllen, konnte aber nicht. Sie sahen so friedlich aus. Drehte mich um, um zu gehen. Sah, wie einer mich beobachtete. Wohl ihr Späher. Frage mich, wie lange er wusste, dass ich da war. Kaum noch Tinte. Verdünne sie. Versuche vielleicht mehr zu machen. So wie es mir einst die Chamelwood-Bäumlinge lehrten. Kanalwald, ja. Habe im Süden einige Blätter gefunden, die man vielleicht für Tinte benutzen könnte. Habe ein paar zum Experimentieren gepflückt. Dabei habe ich bei den Mangrees was Komisches bemerkt. Die im Norden rennen weg, wenn sie mich sehen. Die im Süden gucken nur neugierig. Okay. Neue Tinte ist okay. Andere Farbe wäre schön. Ich werde am Morgen zurück in den Süden gehen. Vielleicht finde ich andere. Ich glaube es nicht. Ging, um mehr Blätter zu pflücken und fand einige schon gepflückt vor. Sie lagen da, wo ich gearbeitet hatte, auf einem Haufen. Müssen die Mangrees gewesen sein. Imitieren sie mich? Verbrachte den Großteil des Morgens im Aussichtsturm, versuchte zu beobachten. Will herausfinden, was sie tun, wenn ich nicht da bin. Konnte nicht viel sehen. Bäume zu dicht. Möchte gerne näher ran. Müsste was anderes bauen. Nicht mehr viel vom Wrack übrig. Mag die Idee, natürlich zu leben. Wie zum Henker haben es Savidros Leute geschafft.
schufte den ganzen Tag an den Stützen. Alle Muskeln tun schon weh. Die Mangrys hatten aber Spaß, mich zu beobachten. Einer unterbrach sein Spiel, um mir Ratschläge zu geben. Sah zumindest so aus. Hat auf mich eingeschnattert. Ich wollte schon antworten. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Kann nicht. Heute Abend. Ich habe den Turm gezeichnet. Wollte ihren Ausdruck richtig hinbekommen. Mangrys spielten ihr Lieblingsspiel. Fruchtwerfen. Ball rollte unter den Turm. Plötzlich hörte ich einen Schrei, den ich noch nie hörte. Eine Reihe hoher und tiefer Töne. Sah hoch und merkte, wie sie mich alle anschauten. Zeigten zum Ball und machten dieses Geräusch. Als ob sie mich rufen würden. Beim Namen. Sie gaben mir einen Namen. Was soll ich tun, Vater? Was? Okay, okay, crazy. Okay, das war's auch. Krass. Krass, okay. Crazy, echt crazy. Hat er deswegen vielleicht das Fernrohr, um die da zu beobachten? Was auch immer das da oben darstellen soll. Ja, okay. Weiter geht's. Muss mal gucken, wie ich das dann cutte, Leute. Ich schätze mal, das Baumhaus ist trotzdem nur ein Part, ne? Ein bisschen Löwenzahn im Wasser.